Hiho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreude zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind wieder im Schlund angekommen und wollen jetzt erst einmal. Ich glaube, die Höhlenbehausung hier. Ja, da ist das Dämmerungssternsymbol drüber. Denn wir wollen die Medizin für ertrunkene Lunge hier abgeben. In der Flasche befindet sich eine unansehnliche braune Brühe, aber es ist ein Heilmittel für die tödliche Krankheit, die als ertrunkene Lunge bekannt ist. Ein scharfer, pinienartiger Geruch stimmt aus dem Korken heraus. Wahrscheinlich komme ich jetzt da an und das Zeug wirkt gar nicht, das ist alles nur Schwindel. Tach, du. Need something. Brauchst du etwas? Hier ist deine Medizin. Ihre Tränen und roten Augenblicken zwischen dir und der Fiole, die Läse notiert. Sie hustet in ihre Faust. That could save an awful lot of sick people. Das könnte ziemlich viele kranke Leute retten. Sie wischt ihre Hand auf dem Hemd ab und hält sie dir hin. Ja. Brought out a character for you, Watcher. And aren't I glad of it? Das ist absolut untypisch für dich, Wächter, und ich bin verdammt froh darüber. Ja, nicht, dass hier die ganze Stadt krepiert. Sie nimmt ihr die Flasche aus der Hand und entkorkt sie. Ein scharfer, harziger Geruch entweicht. Sie atmet es ein und lächelt. That's the stuff, alright. Thank you. That's from me and from the children of the Dawnstars. Das ist das Zeug, ja. Danke, das ist von mir und den Kindern der Dämmerungsstern. Du hast einen Gegenstand erhalten. Heilgotts Wärme. Der Gegenstand wurde in deinem Inventar abgelegt. Oh, ein Ring. Priester. Also was für Xoti. Und ein Brandrüstungswert. 50 Kupfer, Erfahrungspunkte. If you'll excuse me, I better start treating the sickest ones. Wenn du mich entschuldigst, ich fange besser mit der Behandlung der kränksten Personen an. Need something. About the only doubt that I need. And Dario and his Principe with Aethys' blessing. Gut. Ist wohl hier jetzt gelandet, genau. Also, Xoti. Jetzt sieh dir mal an. Und ganz ehrlich, der geht dann an auf mal. Plus 1 Verfassung, aber Edda hat da schon was, ja. Ja, Religion und Heimlichkeit. Das kann Edda dann besser gebrauchen, weil Verfassung erhöht seine Gesundheit. So wie sie schon was hat. Ja. Das heißt, Edda, du kannst das ruhig anlegen und das geht hier rein. Können wir den vielleicht ein bisschen verbessern? Ja, wir könnten ihn hervorragend machen, weil außergewöhnlich ist er schon. Nahheit des Schicksals. Zufällige Wirkung für 10 Sekunden bei einem kritischen Treffer und Glückstreffer. Plus 15% kritischer Schaden. Das ist besser. Hohe Unwahrscheinlichkeit. Plus 2 Chance. Bei einem kritischen Treffer beim Treffer kann bis zu 50 Mal gestapelt werden. Ja, also wenn wir 50 Mal einen Gegner treffen. Da machen wir auf jeden Fall mehr kritischen Damage. Und das könnten wir eigentlich gerade gleich mal reinpacken. Aber ich warte noch ein bisschen. So. Die Quest mit dem Ertrunkenen, mit den Todverletzten haben wir dann geschafft, oder? Ist das eine Quest oder eine Aufgabe gewesen? Da, bittere Medizin. Ich gab Pitli die Medizin. Sind die kranken Gruppare sind auf dem Weg der Besserung. Jo. Damit haben wir noch eine gute Tat im Schlund getan. Erinnert mich irgendwie fast ein bisschen an damals in Goldtal.
Da wurden wir ja nach ein paar guten Taten auch angequatscht. Ja, der Abfallhaufen besteht allerdings immer noch. Aus vergammeltem Scheiß. Der einfach hier oben abgekarrt wird. Der Alte verzieht sein Gesicht zu einer Grimasse, die wohl der Versuch eines Lächelns sein soll. Er neigt den Kopf in deine Richtung, gibt ihm damit zu verstehen, dass er deine Anwesenheit bemerkt hat. Die Königin wird ihre Anstrengung verdoppeln, um eure wachsende Bevölkerung zu ernähren. Die Augen des alten Mannes glänzen. Not in this lifetime could I have hoped for more. To have garnered our queen's generosity. I ache to believe it. Ich hätte in meinem ganzen Leben nicht auf mehr hoffen können, als die Großzügigkeit unserer Königin zu gewinnen. Ich kann es kaum glauben. Never can I thank you enough, Watcher, who has the ear of both Kith and Gods. Always the Reparu will know of your kindness. Ich werde dir nicht genug danken, Wächter, auf den die Gestandene ebenso hören wie die Götter. Die Reparu werden deine Güte niemals vergessen. Should you need refuge within Nekadaka? Know that the Reparu will stand by your side. Solltest du jemals in der Kataka eine Zuflucht brauchen, dann wisse, dass die Reparu an deiner Seite stehen. Pass auf dich auf, alter Mann. Mira's winds ever fill your sails, boy. We will not forget what you have done for us. Möge Mira's Winde für immer deine Segel aufblähen, Junge. Wir werden nie vergessen, was du für uns getan hast. Jo, noch mehr Erfahrung. Ja, ich habe eine Abmachung ausgehalten, die Ruparov schon einige Zeit ernähren wird. Ich habe Königin Onekar im Kahanga-Palast davon überzeugt, ihre Bemühungen zu verstärken, die hungernden Ruparov zu ernähren. Gut, das war die Sache dann. Das heißt... For what do you stare at me, priestess? It's just, I mean... Your, hair. It keeps wriggling around like it's got a mind of its own. Do you wish to touch one? They do not bite. Would I ever? Hold still. Oh, slimy. Ja. Warum starrst du mich an, Priesterin? Das fragt Tikio Xoti. So, die Antwort ist, nur, ich meine dein Haar. Es schlängelt dauernd herum, als ob es seinen eigenen Willen hat. Möchtest du jetzt anfassen? Sie beißen nicht. Auf jeden Fall, halt still. Oh, schleimig. Ja, was erwartet man davon schon? Absolutely. So. Wir werfen einen Blick in unser Tagebuch. Wenden mal kurz die abgeschlossenen aus. Erwartet im Feuer ist unsere Hauptquest. Ein verehrter Gast ist immer noch die... das ist immer noch die... Empfohlener Begleiter ist... Die ist doch keine Begleiterin, die ist eigentlich nur... Pseudo-Gruppenmitglied. Weiß nicht mal mehr ihren Namen wirklich. Ja, das ist DLC, das möchte ich gerne hinten aufschieben. Dann Kopfgeld. Ja, die Scylla auf der Elysio, südlich von der Kataka. Die beste Zuflucht, das ist Ukaiso finden, das habe ich erst vor kurzem gekriegt. Die Schatten von der Kataka, da muss ich mit der Gildenmeisterin reden. Mann über Bord, sofort totes Licht segeln, Handelsbedingungen. Untersuche die Lage auf Pococohara, ja. Östlich von der Kataka, hinter der Inselkette Kuarikuhu. Zu den Beseelern könnte ich mal gehen. Gucken, wie es da aussieht.
Das war das mit den Valianern. Auch wieder, also das von der Todesfallgesellschaft, dass ich auch auf Pukukuhara soll. Südwestlich von Port Mai hier, den Flussdrachen. Ja, das könnte ich mal machen, sobald ich wieder auf See bin. Das ist immer noch Pukukuhara. Familienstolz. Tikawara kartografieren, das mache ich dann auch, wenn ich nach Pukukuhara. Geschminkte Masken. Ja. Grabrede für die Toten, das ist das, was ich jetzt gerade machen will. Tahee finden. Insel Krummsporn und das ist auch wieder Kuarikuhu. Ja, nur leider, wenn ich jetzt auf die Map gucke, sehe ich nur das hier. Also weiter kann ich nicht rauszoomen, blöderweise. Also gut, dann werden wir jetzt erst einmal uns um die Untoten-Geschichte kümmern. Ich werde jetzt erstmal die heiligen Treppen besuchen. Den Turm am besten. Wo die Beseeler arbeiten. Tag. Tut mir leid, aber ich muss das sehen. Okay. So, wir sind auf dem Dach. Was war denn doch mal mit dir? I realize this means very little to you, but I'm busy. Sonst gibt's ja nur noch sie. Hope you're keeping busy, Watcher. We're still running some small tests. Not quite ready for the real thing. Ich hoffe, du bist beschäftigt, Wächter. Wir müssen noch ein paar kleine Tests anstellen. Doch sind wir nicht ganz bereit für die wahre What Sache. Can I do for you? Was kann ich für dich tun? Kannst du mir ein paar Fragen, sure thing, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Comes with the job, doesn't it? Natürlich, Amigo. Das gehört zum Job mit dazu, nicht wahr? Dein Akzent klingt aber nicht sehr valianisch. Well, a few years in a deal will do that to you. Up to your armpits in jungle mud, insects and snotty nobles. Nun ja, das passiert eben, wenn man sich ein paar Jahre lang in Edir aufhält. Dort steckt man bis zu den Achselhöhlen in Dschungelschlamm, Insekten und trotznäsigen Adligen. Which is why we stay indoors and take up civilized habits. Like proper enunciation. Deshalb halten wir uns ja vorwiegend in Gebäuden auf und übernehmen zivilisierte Angewohnheiten. Wie zum Beispiel die konkrete Aussprache. Ich gehe dann besser. Okay. Ich habe ja außerdem auf der Insel immer noch zwei Events, sage ich mal, um die ich mich kümmern muss. Einmal die Ruinen hinten auf der Insel und zum anderen der Sumpflaura-Hinterhalt. Was ich beides eigentlich mittlerweile schaffen sollte. Hab eine Stelle verlangt, der den schnellsten Weg zu dem und zur Schlode hat noch nie jemanden gut getan. Supplies, get your supplies here. Wer bist denn du eigentlich?
All my profits go toward keeping the machines in order. Well, they keep us fed. And we fix the machines. Einmal gewinnt die Wartung der Maschinen. Naja, sie bringen uns Essen auf den Tisch und wir reparieren die Maschinen. Dann zeig mal, was du da hast. Nochmal. Der erstaunliche Prima Super Sofort Tränkegürtel? Alchemistenlage. Einmal pro Begegnung beschwört ein zufällig Zaubertrank in einen leeren Schnellausweis slot. Okay. Eine Beseelungskatze? Die arme Katze. Metaphysik Arcana und Macht für Beschwörungen und Durchschlagskraft für Beschwörungen. Aha. Ring der Überwachung erhöht den Wirkungsbereich. Ja, seinen haben wir schon.